Hitradio FFH. Uwe, der Kreisliga-Trainer. Das ist ja wieder Kreisliga-Fußball auf höchstem Niveau, ey. Da kriege ich so einen Hals. Wobei, zu Beginn des Jahres interessiert sich ja wirklich keiner für Fußball. Da schauen alle immer nur Skispringen oder Darts-WM. Und nein, Kevin, das ist nicht die Mini-Speerwurf-WM. Dartspieler erkennt man ja vor allem an ihrem großartigen Sixpack. Und die trinken das meistens auch immer gleich in der Halle leer. Andi, ich melde mich auch mal bei der Darts-WM an. Denn immer wenn ich dich sehe, bin ich auf 180. Wir haben bei uns in der Kabine jetzt auch eine Dartscheibe hängen. Statt unserer Aufwärmgymnastik spielen wir ab jetzt wirklich immer eine Runde Darts. Ich habe nämlich festgestellt, dabei müssen sich die Jungs mehr bücken, um die Pfeile aufzuheben, die ständig vorbeiwerfen. Meine Spieler sind sowieso mehr die geborenen Skispringer. Bei denen geht's nämlich schon die ganze Saison steil bergab. Ein Kumpel von mir macht die Sportart auch. Der will beim nächsten Training mal auf einen Sprung vorbeikommen. Aber Männer, so wenig wie ihr aufs Tor schießt, qualifizieren wir uns höchstens für die Vier-Chancen-Tournee. Und bei unserem Hermann hilft nur Dopen. Bei dem müssen wir den Skianzug mit Helium füllen, damit er wenigstens vom Schanzentisch fliegt. Die ganzen Skispringer erinnern mich übrigens auch immer an die Spieler des FC Bayern. Alle total abgehoben. Ferdinand, ich setze dich die komplette Tribüne auf die Saison. Läuft bei dir. Uwe, der Kreisliga-Trainer bei Hitradio FFH.